Hallo und herzlich willkommen. Wir spielen wieder eine Runde weiter. Wir waren mitten dabei, hier diese Insel zu erobern. Und ja, damit sind wir natürlich immer noch dran. Was haben wir hier? Okay, sehr schön. Trotzdem natürlich noch gucken, haben wir noch irgendwas hier? Ja, die müssen wir wegschieben. Dann kommen wir hier rein und können hier ein bisschen looten. Sehr gut. Alles kaputt machen, was nicht nied- und nagelfest ist. Haben wir hier auch noch was? Ja, toll. Dann bohrte Crash seine Fangzähne in sein Fleisch und saugt ihm damit das Knochenmark aus dem Körper. Das geht doch gar nicht. Wie kann man Knochenmark mit den Zähnen aussaugen? Lässt du Crash etwa selbst fragen, was seine Zähne zu leisten vermögen? Nein, 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 nein. Die haben Spaß, die Jungs. Oh, guck mal da, da müssen wir auch noch irgendwie hin. Da müssen wir auch noch hin. Was haben wir hier? Ein Buff. Ich weiß nicht, was für ein Buff, aber wir haben einen Buff. Klatsch, tschüss, weg ist er. Dann darüber. Klack. So. Tschüss. Okay. Kommen wir hier irgendwie rein? Nein. Dahin wieder zurück. Weiter da hoch. Dann erstmal darüber. Tschüss. Da kommen wir nicht rein, aber die nerven, die zwei. So. Okay. Upsala. Ah, guck mal. Da versteckt sich was. Ah. Hier noch mehr Kisten. Wie komme ich darüber? Habe ich jetzt hier irgendwas? Nur diese Mauer, die im Weg ist. Okay, dann geht's hier halt her. Ups. Na komm. Dankeschön. So, weiter geht's. Okay. Das sieht nach Spaß aus. Sieht nach sehr viel Spaß aus. Rolle Space, um Kugeln auszuweichen.
Okay. Wow. Das war mehr Glück als Verstand gerade. Aber es hat funktioniert. Was haben wir? Hier haben wir noch was zum Einsammeln. Was haben wir hier? Den Schaden an Falken. Okay, sehr gut. Jetzt brauche ich nur noch ein paar von denen. Die kommen jetzt bestimmt. Jo. Dem überhaupt was? Ah, sehr schön. Da bin ich hier an dem Erz. Schlepp das mal bitte weg. Oh, falsche Taste gedrückt. Verdammt, ich wollte mich heilen. Ich wollte nicht zurückgeschleppt werden. Gut. Ist jetzt so. Also weiter. Ist das hier alles respawned oder habe ich das eben einfach nicht gemacht? Ich glaube, das ist alles zurückgekommen. Ja, ja, das habe ich doch schon alles gemacht eben. Kann ich jetzt nicht irgendwie einen Shortcut machen? Habe ich mir nichts freigeschaltet hier? Ah, hier haben wir auf jeden Fall noch was. So, schlepp das mal bitte wieder zurück. Oh, mal hier. Okay. Den hätte ich irgendwie aufmachen müssen. Das wäre sehr wahrscheinlich mein Shortcut dann gewesen. Aber so muss ich, glaube ich, nochmal. Hier rüber. Dann darüber. Zum Glück sind die Gegner alle weg. Das alles mitnehmen. Alles mitnehmen, was geht. Genau, hier, das habe ich eben aufgemacht. So. Darüber das einsammeln. Damit regeneriere ich ein bisschen Leben. Hier kann ich gerade nicht her. Und dann hier weiter. War ich da schon? Nein, aber ich kann auch hier nichts machen. Kann ich daher? Ja. Ist hier was Besonderes? Ja, auf jeden Fall ist hier was Besonderes. Sehr gut. Ja. Kaputt. So. Hier was zum Lesen. Dann trennte Cain der Erste die Erde vom Himmel und zog eine unsichtbare Linie. Dabei sprach er folgende Worte: Dieses Land soll den Namen Aspera tragen. Es soll ein Staat sein. Staat? Anmerkung: Vielleicht ein Staat. Klugscheißer? Achso. Okay. Das ist ein bewusster, gewollter Fehler. Sehr gut. So, dann sind wir hier oben. Haben wir das auch schon mal wieder geschafft? Dann geht das hierher. Ah, das schon wieder. Huch, da hat es mich voll erwischt. Hat mich auch wieder erwischt. Also so war dann mein Skill wirklich. So, dann haben wir hier was zum Einsammeln. Das war jetzt wieder Damage machen. Genau, weil hier...
Gegner waren, die ein bisschen stärker waren. So. Dann benutzen und zack, ist es auf. Ja, und hier sind wir an dem Punkt. Was ein Spaß. So. Dann weiter. Einmal hier rum. Und da rein. Sehr gut. Um eine überhitzte Schiffskanone abzukühlen, gehe nah heran, halte E gedrückt. Ach so, okay. Ich hätte das also die ganze Zeit abkühlen können. Aber erstmal gehen wir hier das Zeug einsammeln. Okay, es ist verschwunden. Dann sammeln wir es mal nicht ein. So, einmal hier rüber. Und ab da rein. Was war denn das jetzt? Asteroidenkohle. Okay. Das heißt, wir können diese Kohle öfters einsammeln. Der Sprit geht langsam auch so ein bisschen aus. Nicht mit zwei Schießen, Mensch. Verschwende nicht alles. So. Zack, rein. Zack, rein. Sehr gut. Ich nehme mal den Kanister. Wo war das nochmal? Da. Dup, 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 dup. Sehr gut. Und den Kanister wieder rein und dann wieder an Steuer. Haben wir wieder den Tank wenigstens voll. Munition niedrig, das ist sehr gut. Da bitte hin. Um das da jetzt zum Beispiel zu holen. Das ist ja komplett weggesperrt. Naja, egal. So. Klatsch, klatsch. Oh, hallo. Welche Überraschung. Ich freue mich, euch zu sehen. So. Oh. Das Ding abgeschossen. Ah, okay, ich sehe schon. Was haben wir denn hier alles? Da ist was Großes. Modkiste. Schlepp die mal weg. Dynamit oder einen anderen Sprengstoff. Okay, ich glaube, ich habe eine Idee. So ähnlich. Au. Kehre mit der Modkiste zum Vaterschiff zurück. Das ist alles. Ich dachte, ich könnte jetzt das benutzen, um das hier wegzusprengen, aber scheinbar geht das nicht. Und ich soll echt zurückkehren. Aber erstmal gucke ich mich nochmal hier. Wow. Weiter um.
ernten wir das Erz. Schlepp das mal zurück. Was haben wir hier noch so? Verdammt. So war das nicht geplant. Klatsch und weg mit dir. Oh, was zum Graben, sehr schön. Cash, 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 Cash. Und was zu lesen? Der Eintrag 2 vom Rudolf. Hector traf die Entscheidung und die Mehrheit hat zugestimmt. Alle Andersdenkenden werden unsere Kommune der Aspianischen Wölfe verlassen. Wir werden weder Versorger noch Historiker oder sonst irgendwas sein. Wir werden so leben, wie wir es bisher auch getan haben. Mal sehen, was dieser neuartige Rat von Aspir dazu sagen hat. Dazu zu sagen hat. So. So, wir gucken uns noch ein bisschen um. Ich würde sagen, ich heile mich mal. Dann können wir da noch her. Und daher. Daher und daher. Und hier können wir auch noch her. Sehr schön. Und dann haben wir doch tatsächlich das gefunden, was wir eben gesehen haben. Perfekt. Ja, und dann lassen wir uns mal zurücktragen. Weil wir müssen jetzt eh zurück. Also dann, einmal das Steuer. Und dann vorsichtig los. Wir brauchen eh noch ein bisschen was zum Einkaufen hier. Wir brauchen auf jeden Fall Munition. Sprit noch mal ein bisschen, wäre nicht verkehrt. So, weiter. Da ist der Tooltip mit den überhitzten Waffen. So, jetzt können wir aber gut raus. Wunderbar. Okay, dann zurück zum Vaterschiff. Was wir mitnehmen können, nehmen wir natürlich mit. Und ich glaube, auch sowas hier wäre nicht verkehrt. Hallo? So, zack, da rein, wieder an Steuer. Da ist nix. Hier haben wir noch ein bisschen was. Fischen. Okay, gehen wir nach vorne. Wow. 2, 2, 1, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 2. Wow. War das jetzt Munition, was ich da rausgefischt habe? Tatsächlich. Das ist gut. Dann können wir nochmal hier ein bisschen was Asteroiden wegknallen. Ich soll doch nicht alles direkt ausgeben. Aber es gibt ja auch noch gegnerische Schiffe. Die darf ich ja auch nicht vergessen. Halt, 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 halt. Ja, fischen wir nochmal. Also, 1, 2, 2, 2. 1, 2, 2, 1, 3, 3, 2, verdammt, 3. Okay. Was haben wir hier? Was war das? Tapper. Was auch immer ein Tapper ist. So. Da haben wir wieder einen Gegner.
Oh, verdammt, noch ein Gegner. So, was haben wir hier Schönes? Altmetall, sehr gut. Damit habe ich zwei Altmetall, glaube ich. Die brauchte ich für irgendwas. Ich weiß nicht mehr was, aber irgendwo für waren die ganz gut. Gucke mal, gucke mal, gucke mal. Und, wow. Ein Reparaturset können wir ernten. Ja, nimm es bitte auch mit. Was denn? Nein. Okay. Weiter geht's. Sehr schön. Das nehmen wir doch direkt mal mit. Wenn sich das Schiff nicht zu weit. Genau. Perfekt. Ich frage mich, was ich mit dieser ganzen Asteroidenkohle da mache. So. Da könnte man nochmal fischen. So, 2, 3, verdammt, 3, immer noch falsch. 1, 2, 3, 2, 2, 1, 3, 2, verdammt, 2, 1. Und weiter geht's. Für einer. Oh. Sehr gut, und da kommt er wieder. Erwischt. Und dann haben wir hier noch ein bisschen was. Das lassen wir erstmal. Und gucken, dass wir jetzt endlich zurückkommen. So beschädigt sind wir ja noch nicht. Wie schön. So. Dann. 3, 2, 1, 3. 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3. Okay. Dann. Ab da rein. Das war, glaube ich, ganz gut. Was haben wir hier? Platziere die Modkiste auf der Öffnungsstation. Wir sind am Vaterschiff. Ah, wieder automatisches Landen. Sehr gut. Steuer verlassen. Dann, die Munition, die brauche ich. Ich muss unbedingt auch noch gucken, dass ich mir da die Modkiste. Die hole ich mir gleich so. Altmetall, Kohle, Holz, Kupfer und Zahnräder. Die Reparatursets lasse ich hier. Und die nehme ich mir so. So. Platziere. Ach, da ist die Öffnungsstation. STGW Lauf. Sturmgewehrlauf. Okay. Sturmgewehr. Ja, okay. Muss ich auf Ändern drücken und dann kann ich das dran machen. Dann installiere ich das. Habe ich installiert. Und damit ist das fertig, oder?
damit ist das wirklich fertig. Und jetzt sollen wir wieder dahin. Verstehe ich nicht so ganz. Aber ist okay. Was haben wir hier? Ach, guck mal. Ich kann mir direkt hier den Kanister nehmen. Und hier auffüllen. So, und wieder rein damit. So, was hat der sonst so? Lukas, wie kann ich dir helfen? Ich wollte Hallo sagen. Nein, war ein Spaß. Eigentlich will ich was kaufen. Was hat er denn? Reparatursets und Schiffsmunition. Lachsamen, Bauersamen, Kohlsamen. Okay, der hat eine ganze Menge Zeug. Ich hole mir erstmal die Schiffsmunition. Die Reparatursets. Ja. Mal erstmal das. So, alles aufgefüllt. Was haben wir denn hier? Nix. Genau, dann gucken wir mal. Hier, der Kohl ist fertig. Und geerntet. Huch, lass mal da. Du trägst das weg, sehr gut. Und was sehen wir denn dann? Dann sehen wir ein bisschen Flachs, würde ich sagen. Flachs ist auch gut. Ab 10 Minuten, dann ist das auch fertig. Wir haben auch einen Shop, von dem hätte ich das auch alles kaufen können. Okay, ich kann die Büsche verkaufen. Oh, ich kann alles verkaufen, so wie es aussieht, aber ich kann die Büsche verkaufen. Sehr schön. Das ist echt gut, dass ich die verkaufen kann. Was haben wir hier? Achso, das ist mein Schiffslager. Reparaturset, das passt alles. Haben auf jeden Fall genug zu knallen. Ich kann mal hier das wegmachen. Vielleicht können wir noch irgendwas anderes Interessantes bauen. Bevor wir dann wieder zurück zu dieser Insel schippern. So, Gartenhammer, Waffenkammerhammer, Fabrik. Fabrik, Schiffswerkstatt oder eine Bar. Zeitlich begrenzte Bonis, okay. Ich habe aber nicht genug Gedöns dafür. Mir fehlt Stein, Holz und Stein und noch mehr Holz und Stein und Platten. Okay. Na gut. Kann ich das eigentlich reparieren? Ich dachte, ich hätte jetzt genug Altmetall. Ich kriege Ressourcen. Ich dachte, ich hätte genug Altmetall jetzt. Aber gut. Haben wir nicht. Wir brauchen noch was mehr Altmetall. Verbesserungen. Dafür brauche ich mehr Bevölkerung. Alles klar. Eisenbarren. Baumwolle, Altmetall. Okay, also Baumwolle und Flachs sollte ich auf jeden Fall ein bisschen was an was säen und ernten, damit ich mir meine Rüstung machen kann. Was kostet mich das, wenn ich das aufwerten will? Solides Holz und Marmor. Okay, ich glaube, da bin ich noch weit, weit weg von. Einfache Bank. Du kannst hier echt alles machen. Du kannst hier die Büsche überall hinpflanzen, wenn du das willst. Du kannst Bänke hier überall rumtragen und hinpflanzen. Aber das finde ich echt cool gemacht. Hier diese Geschütztürme kannst du überall hinpflanzen. Ich habe jetzt eins dabei. Das könnte ich theoretisch sogar überall mitschleppen. Dann schießt das. Also hilft mir dann quasi beim Schießen mit. Das ist echt ziemlich gut. Aber genug davon. Wir machen uns wieder bereit
zurück zu der einen Insel da zu fliegen und dann machen wir die fertig. Sowohl unsere Gegner als auch die Insel. Was haben wir denn hier? Hier kannst du ein beliebiges Bett benutzen, um 8 Stunden zu überspringen und Lumas Energie sowie deine Gesundheit wieder erhält. Das hat Energie. Tab werfen. Was soll ich denn werfen? Ach, da steht Werft. Ausrüstung. Da ist immer noch ein Ausrufezeichen. Warum? Na gut. Wir machen das einfach mal. Ja, mein Bett. Und dann schlafen wir mal. Weil diese Motte hat auch irgendwie eine Energie. Okay, dafür hat das leider nichts gebracht. Wo steht denn Lumas Energie? Ausrüstung. Wir haben die Waffe, wir haben die Schrotflinte und wir brauchen aber auch dich auf jeden Fall noch. Gut, damit haben wir das erstmal. In der nächsten Folge geht es dann wieder zurück. Und dann schauen wir mal, was wir da anstellen können auf der Insel noch. Und ob uns dieser Sturmgewehrlauf jetzt da diese Explosionskraft gebracht hat oder nicht. Ich bezweifle das eigentlich ziemlich stark, aber irgendwie wollte er ja, dass ich unbedingt abbreche und zurückfliege. Dann bis zum nächsten Mal. Mal der Diod, schwenkt der Hut, grüß euch Jott. Ich bin Gott.